Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil Zero. Und ja, es gibt was zu sagen, liebe Freunde. Ich hatte ja euch verletzt mal gesagt, dass ich nochmal zurückgehen wollte, speichern, ne? Daraus ist nur bedingt was geworden. Ich hatte auf dem Rückweg tatsächlich noch einen Gegner übersehen. Und der hat mich zum Sterben gebracht. Das heißt, ich müsste alles nochmal machen. Das heißt, das Rätsel muss ich nochmal spielen. Die ganzen Gegner muss ich nochmal platt machen. Aber es hat einen Vorteil. Schaut euch unseren Gesundheitszustand an. Da haben wir ausnahmsweise mal Glück gehabt. Weil es ist tatsächlich. Uns geht tatsächlich wieder ein bisschen besser. Und munitionstechnisch, ja, ihr seht, ich habe eine Granatwerfer benutzt. Das war einfach nötig bei diesen drei Käfer-Dingern. Und ich habe meine Molotow-Cocktails noch, weil das ja ein Reinfall war. Ne? Und genau, das heißt, wir sind jetzt aber auch hier itemmäßig relativ voll, wenn ich das so sehe. Und Billy, gebt mal bitte diese Aktentasche an Rebecca weiter. Oder wartet mal, diesen Stein, brauchen wir den jetzt unbedingt die ganze Zeit? Können wir den vielleicht ablegen? So, weil Billy hat jetzt genug Munition dabei. Das heißt, wir können jetzt eigentlich mit ihm nochmal auf Erkundungstour gehen da unten. Hier müssen wir gleich irgendwie einen Schalter drücken, aber das mache ich erstmal noch nicht. Ich will erstmal gucken. Genau, Freunde, und so kann so ein Fail beim Speichern gehen. Okay, was ist hier? Hier ist alles zu. Guckt mal! Da liegen Säuregranaten. Okay. So kann so ein Fail beim Speichern gehen halt ja, zu unserem Vorteil sein, sag ich mal, ne? Und. Hä? Let's regroup. Okay. I'll go alone. Okay. Warte mal. Nimm mal bitte Rebecca. Was passiert denn? Ah, ich glaube, ich weiß, was das ist. Nein! Nein. Hier ist ein Bedienfeld. Macht mal links. Ah, okay. Follow me. You stay here. Okay, das heißt, wir wachen jetzt uns hier verschieden nacheinander die Tore auf. Und was bringt uns das? Wir haben jetzt hier Säuregranaten. Ah! Nein, ich drücke immer die falsche Taste. Bleib bitte hier oben und drücke bitte die nächste Taste. Bedienfeld, mach mal bitte. Dann geht es hier auf. Ah Mann, ich drücke immer das E, obwohl das E die falsche Taste ist. So, das heißt, wir können jetzt hier rein. Ah, und dann müssen wir gleich da drauf drücken, oder was? Nach rechts. Oh Mann! Ja, das ist so ein Brainfuck gerade. So, mach mal rechts auf. Dann geht das zu. Oh, ich hasse es. Wirklich. Verdammt nochmal. So. V. Ö. Nee, so einfach ist das dann wohl scheinbar doch nicht. Jetzt sind wir hier komplett eingesperrt, oder was? Rebecca, dann drück bitte nochmal die Mitte. Aha. Alles klar. Sehr schön. Das heißt, wir sind jetzt hier. Und haben hier einen Schalter. Underground Cable. Drück mal den Knopf. Was? Och nö. Nee. Was? Da sind Hunter. Da sind Hunter. Och nö. Nein. Kein Hunter jetzt bitte. Nein. Kein Hunter. Ich hasse Hunter. Oh Gottes Willen. Der ist aber tot. Oh, danke. Da ist noch einer. Um Gottes Willen, ey. Ich hasse Hunter. Nein. Jetzt macht.
mach doch was! Boah. Junge, Junge, können sie nicht tragen. Da noch einer. Der lebt noch. Da ist er. Schieß doch. Ich habe keine Munition mehr, oder was? Oh Gott, wir sind kritisch. Scheiße, ich sterbe gleich. Boah. Der lebt immer noch, das Ding. Ich bin tot. Ich bin sowas von tot. Shit. Boah. Scheiße. Komm, da Hunter. Das gibt's doch nicht. Da kommen Hunter. Da kommen Hunter raus. Uncool. Okay, fortsetzen. Es war zum Glück nicht weit weg, als wir da. Ich habe vor diesem Raum hier von diesem Raum gespeichert. Krass, das hat mich jetzt überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat mich jetzt wirklich überrascht, dass da auf einmal Hunter rauskommen. Und vor allem klappt das auch nicht mit dem nach unten schießen irgendwie. Das wäre ja blöd, wenn das nicht mehr klappen würde. Ja, Freunde. Die Hunter sind wieder da. Wer kennt sie nicht? Aus bisher jedem Resident Evil Teil darf auch natürlich hier nicht fehlen. Na, ich hasse die. Die sind so nervig. Und weil einfach übertrieben stark, ne? Gut, alles klar. Das heißt, wir müssen jetzt hier nochmal alles aufnehmen. Ja, das ist jetzt ein bisschen kacke. Aber ist nicht ganz so schlimm. Also dann ist Rebecca ja auch voll, ne? Kombiniere damit. Genau, dann können wir mit Billy weitermachen. Er kann ja den Schrankschlüssel hier benutzen. Verdammte Kacke. Da laufen da Hunter rum, ich glaub's nicht. Okay, aber dann weiß ich das jetzt. Dann können wir uns da ein bisschen besser drauf vorbereiten. So, da müssen wir aber das Ding hier erstmal ablegen. So, weil wir brauchen ja noch unbedingt die Munition da hinten. So, und dann können wir eigentlich auch schon hier... I'll check it out. Okay. Genau, weil es muss machbar sein mit den Schrotpatronen, die ich jetzt habe. Ah, ich muss noch die Waffe weg. Okay. Oder wartet mal. Austauschen. Immer den Muni. Und dann hier die Waffe. Ach. Den Granatenwerfer austauschen. Gegen das. Das hier kombinieren damit. Den Granatenwerfer nehme ich mir jetzt auch mit. Weil ich habe da keinen Bock drauf, wirklich. Okay, das heißt, na, Billy ist voll, der braucht noch Itemsplätze. Austauschen damit bitte alle da rein. Ja. Dann sind wir jetzt mit Billy erstmal mit voller Waffengewalt hier. Und ja, dann gucken wir mal, dass wir jetzt hier die Hunter besser hinkriegen. Tatsächlich. Das ist blöd, dass Billy im gelben Zustand ist. Das ist tatsächlich blöd. Okay. So, Rebecca, drück bitte den Linksschalter. So, das ist eine interessante Sequenz, muss ich sagen. Wir haben jetzt auch das erste Mal eine Begegnung mit Huntern in diesem Spiel. Säuregranaten. Ich glaube, die haben sie uns für die Hunter gegeben, wa? So. Dann jetzt die Mitte. Das ist so schade, dass es hier auch keine Quicksaves gibt, ne? Das ist ein bisschen problematisch. Oder soll ich die direkt mit Granatenwerfern machen? Mach mal bitte. So. Genau. Okay, wir müssen rechts gar nicht drücken. Alles klar.
Gut, dann mache ich mich mal hier bereit. Oder gibt es hier noch was? Nee. Leider nicht. Okay. Dann. Ja, ich bin ein bisschen nervös, wie ihr seht. Gut. Knopf drücken. Ja, mach den Knopf. So. Die Hunter kommen. Alles klar. Da sind sie. Okay. Die kommen ja von beiden Seiten. Das ist ja der Mist. Oder kommen die wirklich von beiden Seiten? Okay. Und schieß doch! Die legen sich nicht hin. Okay. Und jetzt bin ich schon im orangen Bereich. Das heißt, ich werde meinen Granatenwerfer nehmen. Und dann einfach schießen. Der steht wieder auf! Mann! Der steht einfach wieder auf. Der. Und der auch! Jo! Och, Leute. Ich gehe gleich mit Rebecca da rein, wenn das so weitergeht. Och, was ist denn das jetzt für eine Kacke? Mann, das nimmt uns die komplette Zeit jetzt hier weg. So ein Scheiß. Ja, wenn wir im gelben Zustand sind, dann machen die halt den Kopfschlag. Das ist so. Wir müssen mit Rebecca da rein. Das Böse ist immer noch hier. Ja, ich weiß. Wir müssen mit Rebecca da rein. Auch wenn bei ihr ein Treffer wahrscheinlich direkte Zustandsänderung bewirkt. Aber wir müssen mit Rebecca hier rein. Das geht gar nicht anders. Weil wir mit Billy halt im gelben Zustand sind. Oder ich mache mit Billy halt Säuregranaten, nutze ich. Das ist jetzt noch eine Idee. Das versuche ich jetzt nochmal, Freunde. Aber das kann doch nicht sein, dass wir jetzt hier so Probleme mit so zwei Huntern haben. Meine Güte. Die halten aber auch mehr aus, habe ich das Gefühl. Und die bewegen sich irgendwie viel komischer. Okay. Gut, das heißt hier wieder das Zeug aufsammeln. Wieder Item Management. Verdammt nochmal, okay. Wechsel zu Billy. Nimm den Schrankschlüssel, hol den Aktkoffer da raus. Ach, das ist ein bisschen nervig gerade. Aber ist okay. Das Spiel zieht an. Das muss ja auch so sein. Ne? Und. Haben wir jetzt hier noch Platz für? Nein. Natürlich nicht. Okay, aber die Shotgun werde ich hier auch dementsprechend gar nicht benutzen. Austauschen. Nee, das müssen wir ablegen. Dann leg das mal ab hier. Ablegen. Ja. So. Da müssen wir. Ich probiere das jetzt noch einmal mit den Säuregranaten, die wir dann kriegen. Ob das dann ausreicht. Das ist jetzt auch wieder voll, ne? Das heißt, wir müssen eigentlich das so machen. Kombinieren damit. Das wieder austauschen gegen den Granatenwerfer. Und dann haben wir wieder einen Itemplatz. Ja. Dann müssen wir unser Glück versuchen. Wobei, nee, dann sind wir voll. Das heißt, dann legt noch mal bitte die Molotow-Cocktails ab. So. Dann probieren wir das Ganze jetzt noch einmal mit Billy. Direkt mit dem Granatenwerfer. Weil ich habe keine Ahnung, was die Hunter hier genommen haben. Deswegen, ja. Rebecca. Linke Taste bitte drücken. So. Dann nehme ich jetzt auch direkt die Säuregranaten, weil ich glaube, dass die gut reinziehen bei denen. Ne, bei den Huntern. So. Und die Säuregranaten. Rüste die direkt aus. Genau. So, dann haben wir jetzt hier einen Granatenwerfer mit Säuregranaten. Mitte. Komische Szene, ja? Aber es ist halt interessant gemacht, finde ich. Wie so ein Labyrinth hier so ein bisschen. So. Auch, dass man hier das als Team machen muss, finde ich richtig cool. So, Mitte. Ach, ärgerlich, ey. Oder wartet mal. Let's go.
Ah, nein, 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 nein. Billy, du bleibst bitte unten. Du bleibst bitte unten. Können wir vielleicht... Können wir vielleicht jetzt die Rechtstaste drücken und denen dann entkommen oder so? Das wäre ja cool. Okay, das probiere ich jetzt nochmal. Dass wir da keine zwei Hunter haben. Kampfsequenz eingeleitet. Tür wird geschlossen. Okay. Nee, das bringt nichts. Okay. Das bringt nichts. Alles klar. Säuregranaten. So. Jetzt bin ich mal gespannt. So. Yo! Spring mich an! Spring mich an, du blödes Ding! Mann! Okay, schieß! Und schieß! Boah! Boah! Boah, ey! Hier rennt noch einer rum! Nee. Oh, danke. Oh, Gott. Wie geht's uns? Gelb! Okay, Säuregranaten ziehen bei denen rein. Boah, schaut euch die an. Boah, Hunter, ey. Bei in jedem Resident Evil gibt's hier die Hunter-Anlageschlüssel. Was? Anlageschlüssel? Ah! Das ist der Wasserschlüssel. Ein Wassersymbol ist darin eingraviert. In der Haupthalle. In dem anderen Bereich, okay. Da können wir dann da weitermachen, alles klar. Puh, das haben wir geschafft, Freunde. Billy, komm mal bitte... Ach, Rebecca, komm mal bitte runter. Oh, das war schwer. Aber wir haben es. Und somit haben wir eigentlich auch... austauschen. Eine Shotgun. Die Muni. Ja, die Muni und der Schlüssel und alles. Wir sind gerade ziemlich vollgepackt. Wartet mal, kann ich... Ein bisschen Munition kann ich halt loswerden. Austauschen mit dem Schlüssel. Da kann Billy jetzt nochmal die Waffe kombinieren. Also Munition haben wir ja. Das ist jetzt nicht das Problem. Aber Heilung haben wir null. Und ich hoffe mal, dass jetzt hier keine Gegner kommen. Weil das wäre richtig gemein, jetzt, wenn sie jetzt nochmal Gegner uns servieren würden. So, das wäre richtig fies jetzt, oder? Müsst ihr doch sagen, dass das richtig gemein wäre. So, aber es scheint nicht so zu sein, weil wir die Spinnen hier schon platt gemacht haben. Ah, danke. Danke. So, das heißt, wir können jetzt in der Haupthalle weitermachen. Also in der Ausbildungsstätte. Finde ich sehr cool, dass wir da mal wieder hochkommen. In den Wassertüren. Ganz genau. Und ich möchte bitte erst speichern. Komm, Rebecca, speichern. Ich möchte diese Szene nicht nochmal machen müssen. Mit den Dreckshuntern. Meine Güte. Aber hey, wir haben es. Und dann haben wir auch mal den Granatenwerfer benutzt. Ich meine, wir benutzen die da eh so selten, ne? Weil wir ja noch irgendwie mit der Muni noch klarkommen. Und ja, dann gucken wir mal, dass wir da jetzt in der Ausbildungsstätte weitermachen. Finde ich gut. Raus aus diesem ekelhaften Keller hier, verdammt nochmal. Ich will hier weg. Ne? Genug fiese Gegner hier gehabt. Und ja. Dann freue ich mich, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt hier bei Resident Evil Zero. Hoffe, dass es euch soweit gut geht. Mir geht's sehr gut, wie gesagt. Weil ich halt jetzt 3 Wochen Urlaub vor mir habe und da ausnahmsweise mal ein bisschen entspannen kann. Von Arbeitsleben und alles. Und ja. Das ist doch eine gute Zeit, die uns da gerade bevorsteht. Und ich möchte gerne hier. Genau, hier war ja das blaue Kraut, das haben wir zum Glück nicht gebraucht. Genau, und dann können wir hier wieder rein. Hier rein. Aber ich möchte das bitte mit Billy machen. Okay.
Billy, geh bitte erstmal alleine. Ich möchte nicht, dass Rebecca hier auch noch verletzt wird. Alles klar, ist jetzt wieder alles voller Zombies? Nein! Okay. Keine Zombies da. Finde ich gut. Wäre auch mega unfair, weil wir haben echt nichts an Heilung. So. Lass uns mal bitte wieder gruppieren. Und, ach, wir sind wieder in der... Ach, Gott sei Dank, ey. Danke, danke, danke. Wir sind wieder in der, in dem großen Areal hier. Ah, und hier haben wir auch noch Munition. Aha, hier haben wir auch noch Muni, sehe ich gerade. Ja, okay, das heißt aber, wir können das hier dazulegen. Ablegen. Diesen Koffer können wir auch ablegen. Den Schlüssel werden wir brauchen. Jetzt liegt hier alles voller Items. Das sieht witzig aus. Farbbänder haben wir hier auch noch. Können wir auch ablegen. Den Wasserschlüssel. Die Farbbänder können wir aufnehmen und zusammen machen. Wenn sie denn das Farbband aufnimmt. Ist das jetzt das Farbband? Das ist jetzt das Farbband. Sehr gut. Die können wir zusammen machen. Ach, hat sie schon. Okay, dann können sie das ablegen. So, und dann haben wir wieder... Ja, eigentlich ganz okay geht's uns gerade. Aber wie gesagt, wir haben keine Heilung. Das ist Mist. Muss ich ganz ehrlich sagen, das ist Mist, dass wir keine Heilung haben. So, wo geht's denn jetzt weiter hier mit den Wassertüren? Da oben. Da oben war eine, stimmt. Okay, dann gehen wir da jetzt nochmal hin. Da haben wir noch einen schwarzen Bereich. Und da meinte ich das, Freunde. Da oben in der letzten Folge. Da müssen wir, glaube ich, diesen Stein einsetzen. Aber da bin ich mir nicht sicher. Wir haben jetzt eigentlich nur noch... Nur eine Wassertür? War das nur eine Wassertür? Das ist nur eine Wassertür. Ja, finde ich krass. Okay, dann gehen wir da mal hin. Wo ging es denn jetzt hier nochmal hin? Wo ging es hier nochmal hin? Wo ging es hier nochmal hin? Sind wir überhaupt schon reingegangen? Ich glaube schon, oder? Hier waren wir doch schon mal. Was ist das nochmal für ein Bereich hier? Ach, ja, ja, okay. Das war das mit dem Loch. Okay. Nee, dann... Da möchte ich nicht hin. Geh wieder in die Haupthalle rein. So. Ich wollte nur kurz gucken, was da war. Da war aber auch noch ein geschlossener Bereich, ne? Ja, ist jetzt egal. Gehen wir zur Wassertür. So, dann war die ja hier vorne drin. Entweder hier oder in der anderen, aber das müsste hier sein. So, dann. Oder? Gold, richtig. Sehr gut. Genau hier. Und ja. Dann gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Wir sind ja immer noch Umbrella auf der Spur. Da ist die Wassertür. Ach, da liegt auch noch unser Gewehr. Guckt mal. Tatsächlich nur eine Wassertür. Interessant. Okay. Dann bin ich jetzt mal gespannt. Haben wir hier Zombies? Oh Gott, was ist das für eine Musik hier? Ist auf jeden Fall ein Gang. Nein! Nicht der! Oh Gott, geh raus! Geh raus! Nicht der Typ! Scheiße! Ach, shit. Okay. Das heißt, wir brauchen hier Billy. I'll check it out. Okay. Und du? Ja, na klar. Oder soll ich an dem vorbeilaufen? Na klar, ich habe jetzt natürlich... ich Vollidiot. Ich habe jetzt natürlich meine Molotow-Cocktails unten liegen lassen. Oh nein.
Ja gut, dann gehen wir die nochmal eben holen. Die brauche ich nämlich für dieses Mistzombie da. In der Hoffnung, dass wir den platt kriegen. Stimmt, der rennt ja auch noch hier rum. Der unangenehme Kollege. Ja, da müssen wir die Leiter erstmal holen. Tut mir leid. Da haben wir hier keine? Nee. Hier haben wir keine. Okay. Hm. Ja, sorry. Aber das ist halt bei Resident Evil so, dass wir hier mal ein bisschen rumlaufen müssen. Und ich hoffe aber, dass euch das Projekt trotzdem noch gefällt. Und nach den Aufrufzahlen zu gehen, gefällt es euch sehr. Ich meine, das hat meine höchsten Aufrufzahlen im Moment, dieses Projekt hier. Und das sagt mir doch, dass ihr Resident Evil richtig geil findet. Genau wie ich. Und ja, ist halt auch eine geile Spieleserie, ne? Und wenn ich dran denke, dass jetzt hiernach noch das Remake kommt, dann freue ich mich richtig darauf. Und also das Remake von Resi 1. Dann sehen auch diejenigen von euch nochmal den ersten Teil, die den noch nicht gesehen haben. Zwar in einer ähnlich geilen Grafik wie hier auch. Aber ist halt der erste Teil. Und ich glaube, im Remake ist es auch so, dass wir da noch, wie ihr geschrieben habt, viel mehr Story-Items haben. Also Story-Items. Viel mehr Story-Brocken. Und da freue ich mich drauf, weil die Story in Resident Evil ist immer gut. Ach, verdammt. An dieser Stelle auch mal eine ganz herzliche Grüße an den Reddy, Saphir-Sterndrache. Ich habe den in der letzten Folge nicht. Ich habe ihn in der letzten Folge nicht erwähnt. es tut mir leid. Weil er sich das Projekt halt nach Ende anschaut, also nachdem ich hier mit durch bin, hat er gesagt, wird er das Projekt zuschauen. Und damit ich dich nicht vergesse, lieber Reddy, hier dein persönlicher Gruß, wenn du es irgendwann mal schauen solltest. Und vielen Dank für den Tipp mit dem Remake. Finde ich gut. Und ja, auch ein Wandel des Resident Evil Lexikon daher. Also wirklich Hut ab. So, dann haben wir unser Zeug von hier unten jetzt auch eingesappelt. Ich möchte nämlich alles gerne an einem Fleck haben, wie bei der Kiste. Und ich hoffe, dass wir jetzt direkt richtig laufen. Ich bin mir immer so unsicher, was diesen Bereich angeht. Aber ich hoffe, dass es hier war. Und ja, so haben wir jetzt schon fast die Folge voll durch ein bisschen labern und rumlaufen, aber Die Minuten, die werde ich jetzt hier dranhängen. Das ist ja nicht so schlimm. Da machen wir einfach eine etwas längere Folge. Ja. 5 Minuten länger, das passt schon, denke ich. So viel Zeit könnt ihr auch entbehren, denke ich. Und wenn nicht, dann tut's mir leid. Spult einfach vor. Aber ich hoffe doch, dass das so passt. So, dann sind wir jetzt wieder in der Haupthalle. Können wir wieder zu Rebecca gehen. Beziehungsweise wir müssen einfach nochmal Warte mal. Billy, nimm bitte das Benzin auf. Und dann direkt wieder ablegen. Ja, das ist krass, ne? Wir kriegen so viel Benzin, aber irgendwie keine Flaschen dafür. Das ist doch irgendwie bescheuert. Na gut, das liegt, glaube ich, am Schwierigkeitsgrad. Weil Schwierigkeitsgrad normal ist halt nicht ganz so leicht, habe ich das Gefühl. Jetzt wo ich auch sehe, wie unsere... Ach shit, ich würde das eigentlich gerne nochmal speichern. Nochmal zurück. Speicher das. Ich will nicht wieder da runterlaufen müssen. So, aber ich habe es ja früh genug gemerkt, ne? Weil falls das da gleich schief gehen sollte bei dem... Ihr seht es nicht, ich habe total Schiss vor dem. Nochmal speichern vorher, komm. So, viel rumgelaufen, aber ja. Und dann auch dieser Hickhack hier mit dem Farbpen aufnehmen. So, speichern.
Speichern, genau, Daten aufzeichnen. Aber wir haben eigentlich schon voll oft gespeichert, ne? Guckt euch das mal, wir haben schon 17 Mal gespeichert. Krass. Billy, 17, alle, ja. Alles klar. Okay, dann legt die Farbbänder bitte wieder dazu. Ablegen. Ablegen, die ausrüsten. So, und dann geht's jetzt an den Kragen. Du ekelhafter Igel-Zombie ist das, glaube ich, ne? Das ist ein Zombie, der von den Igeln infiziert wurde. Und was gegen die Igel hilft, glaube ich, am besten? Der Molotow-Cocktail. So schaut's aus. Und oder ich glaube, wir könnten auch drauf schießen. Aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das so viel bringt, da mit normalen Waffen drauf zu schießen. So. Rebecca, wir sind wieder da. Da liegt noch das Schrottgewehr rum. Also bitte zwei Schuss. So, dann geht's los. Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Billy, dreh dich um und schmeiß. So. Und umdrehen und schmeiß. Und nochmal. Der Typ lebt immer noch. Und schmeiß. Ja. Oh. Okay. Er ist weg. Er ist weg. Oh, wir haben den. Okay, er ist weg. Perfekt. Hat er uns jetzt in Orange geschlagen? Tatsächlich. Ich sag dazu nichts. Ich sag dazu jetzt einfach mal nichts. Wichtigste ist, dass wir den Typen jetzt weg haben, ey. Ich hoffe, dass er nicht nochmal wiederkommt. So, dann haben wir jetzt hier den Eingang und hier ist einfach nur ein Raum. Ach, jetzt gehe ich wieder raus. Ja, ich bin nervös. Ich hasse das, im orangen Bereich rumzulaufen. Vor allem, wenn man keine Heilung hat. Null Heilung, ey. Munition ist... Munitionstechnisch geht es uns gut, aber die Heilung, das ist das Problem, ey. Null Heilung. Ich bräuchte mal irgendwie zwei oder drei Heilungssprays am Stück. Dann wäre es wieder alles okay. Okay, hier geht's raus. Diese Papiere scheinen mal irgendwelche Fotos enthalten zu haben, aber sie sind längst nicht mehr zu gebrauchen. Ja. Erinnert mich gerade so ein bisschen an den Raum in Resi 1. Wo man auch nach draußen gucken konnte. Aha. Nein! Warum? 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 Ey, ich hab den doch eben platt gemacht. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Ja gut, dann gehe ich erstmal in den anderen Raum. Ich weiß ja nicht, was da ist. Meine Güte. Der steht wieder auf. Das heißt, wir brauchen irgendwie... schwere Waffen oder zumindest noch mehr Molotow-Cocktails. Das hier ist eine Bar. Das sieht zumindest so aus, als ob wir hier eine leere Flasche kriegen könnten. Gib mir eine leere Flasche. Was ist das? Ein Klavier? Das ist ein Klavier? Okay. Hm. Sonst ist hier nichts. Der Schrank ist voller kleiner Flaschen. Ja, nimm dir doch eine da raus und mach dir einen Molotow-Cocktail. Ha, wartet mal. Dieser Raum erinnert mich gerade auch wieder an den ersten Teil. Wisst ihr noch, am Anfang, wo wir mit Jill das Klavierstück gespielt haben und dann eine Wand aufging in der Tür. Eine Tür aufging in der Wand und das sieht hier so ähnlich aus. Ja gut, aber ich würde sagen, wir holen jetzt noch Rebecca hier rein. Und dann würde ich aber sagen, das machen wir dann beim nächsten Mal. So, dann hoffe ich, dass der Typ jetzt nicht hier ist. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn einfach. Warum muss der immer wieder aufstehen? Nee. Aber wir haben jetzt noch keine Munition an ihm verschwendet. Das finde ich gut. Alles klar. Gut, dann sind wir jetzt beide hier in der Bar. Gibt es
echt keine Flasche, ne? Das ist irgendwie komisch. Gut, liebe Leute, dann würde ich einfach mal sagen, jo, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen, dass ihr jetzt gerne weiter den Kanal. Und wenn ihr Bock habt, mal ein bisschen privat zu quatschen, unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu meinem Discord-Server. Ich würde mich freuen, euch da zu sehen. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.